So, ich würde mal sagen, wir bauen jetzt erstmal die ganzen Handelsburschen und schauen mal, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Also, wir können Wolle verkaufen und wir können Weizen verkaufen. Und wir können Bronze kaufen. Weizen brauchen wir nicht. Rüstung brauchen wir lieben. Nein. Hier können wir nur verkaufen, Weizen und Wolle, also Tendores können wir wahrscheinlich behalten. Hier können wir Holz verkaufen, Marmor einkaufen, Rüstung, also Sparkraft können wir auch noch behalten. Argos kommt weg. Hier können wir Holz einkaufen. Können wir beim Spartak, glaube ich, auch. Nee, Holz nicht. Den lassen wir auch mal stehen. Ja, hier ist er. Ja, der kommt weg. Der kommt auch weg. Und der hier. Können wir Olivenöl einkaufen. Der Name ist bleibt. Zymen und Salamis. Da können wir dann Marmor einkaufen später. Hier können wir Wolle verkaufen. Und Weizen. Und hier können wir Wolle verkaufen. So, 180 Jahre brauchen wir. Ich bin Athene. Wer mich verehrt,
dessen Stadt wird ein geheiligter Hain zieren. Naja, die Traube können sie behalten. Die will ich nicht. Naja, also echt, die Trauben sind geboren. So, Nahrung gibt es jetzt genug, jetzt brauchen wir so eine sogenannte Kultur. Geben wir noch aus, was geht. Ich bin Athene, der mich verehrt, dessen Stadt wird ein geheiligter Hain zieren. Ja, Wolle, ich verkaufe ja Wolle, stimmt ja. Mein Rat ist heiraten. Falls man eine gute Frau findet, wird man glücklich. Falls nicht, wird man eben Philosoph. Ich platziere die Schafe jetzt extra dort hinten. Weil, wenn ich sie jetzt hier vorne irgendwo hinmache, dann könnte es unter Umständen sein, dass sie mir halt in die Baustelle da, beziehungsweise in meine Bauvorhaben reinrennen. Und das möchte ich eben nicht haben.
Lionesso ist Rivale? Seit wann? Ich habe doch Lionesso in einem anderen Ding erobert, oder? Oder? Ich war mir ziemlich sicher, dass ich sie gemacht habe. Egal. Geizhälse. Richtige Geizhälse. Neun strenge Wolle. Sie haben zweimal neun strenge Wolle gebracht. Zweimal. Okay. Ich meine, klar, sie haben es zweimal gebracht, aber wenn man es in Ordnung ist, doch ziemlich billig. Fest und Sparte, dafür brauchen sie Kohle. Also wenn ich ein Fest ausrichten will und kein Geld habe, kann ich auch nicht einfach zu meinen Kollegen gehen und sagen, ey, könnt ihr mir mal Geld leihen, ich will ein Fest machen. Okay, eigentlich könnte ich das schon, aber der gibt's mir ja nicht zurück, ne? Wer mich, den großen Zeus, anbetet, den mache ich zum Gebieter über alles, was hier sichtbar ist. Ding attraktiver wird. Ich werde ihnen Attraktivität geben, können sie sich darauf einstellen.